Herzlich willkommen bei den Whisky Shots oder besser zur Auflösung von unserem nächsten Türchen. Ja, heute habe ich euch mitgebracht einen 25 Jahre alten Grain Whisky aus der Serie The Grainman. Kurze Daten, Fakten, 55,5 Volumenprozent Fassstärke. Es ist ein Whisky, der erst in französischen Weinfässern gereift ist und dann in einem Portweinfass gefinisht wurde. Wir haben das Single Cask 1629 mit 498 Flaschen, Vintage 1993. Und ja, der ein oder andere wird jetzt sagen, um Himmels Willen, er hat uns einen Grain in den Kalender gepackt. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber es ist nicht der einzige Grain in diesem Kalender. Vielleicht kommt ja noch einer. Der Whisky lag bei 89,90 Euro und ich persönlich finde, dass, ja, also ich meine, was ist Grain Whisky? Wo ist seine Daseinsberechtigung? Was ist der Hintergrund? Grain Whisky ist erstmal prinzipiell, wenn man so will, hart formuliert ja Füllmasse. Also heißt, ein industriell sehr schnell hergestellter, in großen Mengen produzierter Whisky, der in einem anderen Brennverfahren hergestellt wird, im sogenannten kontinuierlichen Brennverfahren. Und damit man mal so ein Bauchgefühl dafür bekommt, durchschnittliche schottische Single Malt Brennerei liegt so roundabout um die 3 Millionen Liter Destillat, wenn man mal die deutlich kleineren und die richtig großen weglässt. Und wenn man sich dann so eine Grain Distille anguckt, mir fällt da spontan Rorschach ein, dann haben wir knapp 165 Millionen Liter Destillat. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Und davon geht wirklich der ganz, 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 ganz riesige Teil in die, ja, in die Alltagsblends, die ihr kennt. In Johnny Walker, in Chivas Regal und wie die alle heißen mögen. Und da ist es wirklich so, da ist es ein günstig produzierter Alkohol, der versuchen soll oder der dafür da ist, den Preis des Produkts möglichst niedrig zu halten, weil einfach Single Malt mehr Arbeit ist, mehr Aufwand, mehr Intensität etc. etc. Also vom Prinzip Grain Whisky erstmal die Füllmasse. Also was kann ich jetzt von sowas erwarten? Schmeckt das so wie ein Single Malt? Nein, tut's nicht. Anderes Herstellungsverfahren, andere Grundzutaten. Hier ist auch Malt mit drin, aber es können auch andere Getreidesorten mit drin sein. Mais, Roggen und so weiter und so weiter. Deshalb, wenn ich an so einem Grain Whisky rieche, zumindest geht es mir ganz häufig so, ich habe in der ersten Nase durchaus auch schon mal die Assoziation, dass das ein Bourbon Whisky sein könnte. Und auch hier bei meiner ersten Nase, finde ich, ist Sirup, Vanille, eine sehr schöne Süße. Das Eichenholz ist durchaus da. Ich finde aber auch, dass man das Portwein-Finish durchaus wahrnimmt. Also es ist eine schöne, rosinige, backflaumige, portige Süße da. Und die 55,5 Volumenprozent sind für mich spürbar, also ich merke, dass der Whisky an der Nase durchaus pritzelt, aber auch hier nicht aggressiv, sondern ja einfach Hallöchen, ich bin ein Whisky und ich habe Alkohol in mir und ich finde, das ist auch voll in Ordnung. Und ja, wollen wir mal schauen, wie er schmeckt. Der erste Antritt auf der Zunge ist süß, so dass man, wenn ich ein Bild malen sollte, würde ich sagen, stellt euch die Weihnachtsbäckerei vor und da steht eine offene Flasche Whisky und die ist gerade ausgelaufen und fließt über die große Marmorplatte, wo die Kekse und der Strudel hergestellt werden. Ich habe Vanille, ich habe Sirup. Ich habe ein bisschen Bitternoten, die mich an Bitterschokolade oder vielleicht ein bisschen Nuss-Nougat-Creme erinnern würden. Ich habe aber auch ganz klar, es steht zwar ein ganzes Stück weit weg, aber ganz offensichtlich steht auf dieser Arbeitsplatte, wo der Whisky sich gerade drüber ergossen hat, auch ein Blech frisch gemachter Erdbeertorte. Und ich habe also diese leicht am Anfang säuerlich und dann süße Erdbeernote mit da drin. Ich habe ein bisschen Mokka-Noten. Also das ist ein Konfekt-Whisky, ja.
Ihr habt viel Süße, ihr habt Öligkeit. Ich merke, wie die Öligkeit langsam die Speiseröhre runtergeht. Überhaupt nicht aggressiv, brennend oder gar warm werdend, sondern leicht wärmend, gefällig. Ganz, ja, ganz sympathisch, angenehm. Und wenn ich den Whisky einstufen müsste, würde ich sagen, das ist ein Whisky für fortgeschrittene Naschkatzen und Süßigkeitenliebhaber. Man muss Süße, Vanille, Sirup, das muss man mögen, sonst wird einem der Whisky sicherlich nicht gefallen. Ich mag das, ich finde den lecker, ich finde den süffig, ich finde es eine spannende Alternative zum klassischen Single Malt. Und in dem Sinne, den haben wir, glaube ich, offen. Kommt auch gerne vorbei, kommt probieren. Euer Marco als Advents Fenster oder Fläschchenöffner heute im Dienste der Wissenschaft. Alles Liebe, der Marco von den Whisky Shots. Ciao.